Ja, hallo und herzlich willkommen in Garten. Es regnet. Ja, da kam ein Kommentar oder mehr oder weniger eine Frage. Die hat junge Hühner und die legen nicht. Es kann sein, dass die Hühner die Eier gelegt haben, aber durch Kalziummangel essen sie die Eier. In der Eierschale ist recht viel Kalzium und die Hühner brauchen das. Es ist wichtig, dass die Hühner Kalzium bekommen. Oder die Eierschalen waren so weich, dass die Eierschalen weich, also nur die Haut, und dann essen die Hühner auch die Eier auf. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum meine Hähne oder die Hühner keine Eier legen. Es gibt auch die Zeit, wo sie einfach eine Pause machen, das Wetter passt nicht. Aber von 4 Hühnern gar kein Ei in der Woche, das ist schon eine sehr schwache Leistung. Und natürlich, man hat seine Tiere gern. Auch wir haben im Winter 4 Hühner geschlachtet und da war nur eine dabei, die eventuell das eine oder andere Ei noch gelegt hätte. Aber die anderen, die hatten gar nichts mehr im Körper drinnen. Sprich, da wäre nichts mehr gekommen an Eiern. Deswegen lassen wir unsere Hühner nur 3 Jahre leben und dann werden sie geschlachtet. Die 3 Jahre haben sie natürlich aber ein schönes Leben. Die dürfen sich im Hühnergehege bewegen. Im Winter dann, also im Herbst, wenn die Ernte vorbei ist, dürfen sie den ganzen Garten benutzen. Und es ist nun mal so, warte noch ein bisschen ab, wenn das junge Hühner sind, haben sie vielleicht so eine Ruhephase, wo sie keine Eier legen und dann kommt das wieder. Zur Not junge Hühner zulegen und die alten schlachten. Tut weh, ist nicht einfach. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, aber es bleibt einem oft nichts übrig. Ja, und der kleine Adler und die Amsel, die wollten ja immer wieder mal zu den Hühnern rein ins Gehege. Jetzt sind sie drin, jetzt wollen sie wieder raus, aber jetzt bleiben sie drinnen. Jetzt gibt es bei den jungen Hühnern hier, bei den ganz jungen, weniger Stress. Also die werden nicht vom Futter weggehackt, die werden nicht vertrieben und nichts. Die können sich jetzt gut entfalten. Und Seitenfüßchen und Amsel sind jetzt bei den Hühnern. Der war richtig zornig in der Früh auf mich. Aber ja. Der war richtig zornig auf mich und ist auf meine Stiefel losgegangen. Aber wie gesagt, das ist, finde ich, immer so lustig. Ja, er ist halt, wie er ist. Ich mag ihn trotzdem. Die suchen Schutz vor dem Regen. Es regnet ja, es regnet nicht so schlimm, aber es regnet, wo ich glücklich darüber bin, denn das Feld braucht das Wasser, der Mais, meine Kartoffeln und die suchen alle Schutz vor dem Regen. Nicht alle suchen den Schutz, aber einige schon. Einige sind hartnäckig und geistern durch den Garten. Die Enten, die freuen sich sowieso, wenn es regnet. Es ist etwas frisch. Und hier möchte ich noch was dazu sagen zu der Kunstbrut. Und zwar, es klappt nicht immer, nicht auf Anhieb. Man lernt aber auch aus Fehlern. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr haben wir 30 Enteneier im Inkubator gehabt. Geschlüpft sind aber nur 7. Ja, nur 7. Beim zweiten Mal hatten wir ein paar Eier weniger und da waren es dann schon 11, glaube ich. Ja, 11. Und man lernt aus Fehlern. Enteneier sind nun mal härter als Hühnereier. Und die Schale ist dicker, ist härter. Eine Ente, müsst ihr bedenken, eine Ente ist ja auch etwas schwerer als eine Henne. Und da muss das Ei auch dementsprechend hart sein, weil sonst zerdrückt die Ente die Eier. Was auch bei mir schon der Fall war, wo die Ente auf die anderen Enteneier gelegt hat und dann war das eine oder andere Ei dann kaputt. Und das sind meine Mädels, meine zwei Mamis. Die Maja
und Quarki. Die sind glücklich, wenn es regnet. Ja, du wirst dich waschen da, wo kein Wasser ist, Schatzele. Das Wasser kommt von oben, Schatzi. Ja, die kommen dann auch bald in die Mauser. Und dann ist Schluss mit Eierlegen. Der junge Hahn versucht gerade die Amsel zu besteigen, die flüchtet. Der kleine Giftzwerg, der will auch drauf. Komischerweise geht ihn weder der Blecke noch der junge Hahn an. Anscheinend sehen sie in ihm keine Konkurrenz. Platzregen. Es hat eh den ganzen Tag geregnet. Und die jungen Hühner, die Küken sind in der Garage. Die sind dort reingeflüchtet. Ich hoffe, die bleiben da drin, solange es regnet. Sogar Bunti ist das Wasser zu viel. Na, die Kleinen zeigen sich nicht einmal bei der Tür, so wie es regnet. Da muss ich natürlich öfters draußen sein, präsent wegen einem Fuchs. Der Fuchs kommt gerne bei seinem Wetter. Schlimm ist das, wenn es so regnet und so trüb ist. Dann habe ich eine Frustkatze. Lina, willst du ins Haus? Willst du ins Haus? Na komm, ich lass dich rein. Komm, Lina. Komm, Lina. Das ist eine Begrüßung. Ich gehe von der Terrasse runter und guckt euch das an. Die empfangen mich alle. Meine Mädels und Jungs. Seidenfüßchen ist in der im Hühnergehege bei den Großen. Und ja, die Glucke, die ich habe nach ihr geschaut, habe sie ein bisschen hochgehoben, vom Nest runtergenommen, dass sie was isst und trinkt. Sie ist separiert von den anderen, aber im Hühnerstall. Denn würde sie von dort wegnehmen, würde sie nicht auf den Eiern sitzen bleiben. Folgedessen habe ich sie separiert dort im Hühnerstall. Sie hat Futter, sie hat Wasser und ja, und haltet euch fest, sie, so eine kleine Zierliche, hat 21 Eier unter ihr liegen. 21 Eier. Die kann sie alle nicht einmal richtig abdecken. Nächste Woche werde ich mal, wenn ich bei ihr bin, werde ich die Eier durchleuchten und schauen und eventuell die unbefruchteten entsorgen, sodass sie die verbliebenen befruchteten Eier auch ausbrüten kann. Und da es ja so viel geregnet hat, schaut euch das an. Da wächst und sprießt alles wieder. Und meine Entchen, die sind fündig geworden. Die finden hier immer so viele Nacktschnecken. Das heißt, es gibt sie noch. Ich wollte eigentlich aufs Feld schauen, um zu sehen, wie es ausschaut, ob da viel Wasser liegt. Und das mache ich jetzt. Ja, es hat ordentlich geregnet. Für das Feld gerade richtig. Es sind noch immer 2 Zahnkartoffeln. Ich lasse mir Zeit bis nächste Woche. Nächste Woche würde ich gerne noch 3 oder 4 Zeilen setzen. Und dann schauen wir. Und ich habe noch immer nicht geschaut, ob ich Zucchini habe. Aber kein Problem, ich habe viele Kürbisse. Hokkaido habe ich auch. Die werde ich dann auch langsam anfangen zu setzen. Aber vorerst mal ist es auch sehr, sehr kalt. Meine Hühner, die suchen und finden Regenwürmer und kleine Nacktschnecken. Die ganz kleinen mögen sie, die großen mögen sie nicht. Aber dafür haben die keine Scheu, die großen zu fressen.
Je größer, desto besser. Daisy, ein Muttertier. Das hier sind alles die Kinder. Aber nicht nur ihre. Traust dich raus bei der Kälte und Nässe und Schmutz? Der kleine Adler und die Amsel. Sie hat aber gestern schon ihr erstes Ei gelegt. Hier im Gehege, draußen nicht drinnen. Und die wollen raus. Kann ich aber nicht rauslassen, weil sie die Kleinen angehen und sie von dem Essen vertreiben. Aber die werden sich auch anpassen, genauso wie die anderen. Was denn? Ist es jetzt zu nass, Katze? Schaut euch das mal an. Ist das nicht herrlich? So viele schöne Tierchen. Der rennt parallel mit mir. Der ist zornig. Die Mädels lassen ihn nicht ran. Die hacken nach ihm, vertreiben ihn. Er ist auch ein kleiner. Aber er findet sich zurecht hier im Hühnergehege. Er hat viel Auslauf. Ist mit den ganzen Mädels, mit seinen Artgenossen. Amsel ist auch da vorne. Die Gluke habe ich natürlich separiert. Das zeige ich euch auch. Und ja, wie weit bin ich mit meinem Feld? Also da ist noch nichts. Vom Zaun in dieser Richtung noch nichts. Aber da kommen auch Hokkaidos und Sonnenblumen rein. Und ja, schauen wir mal, was sich da noch findet zum Setzen. Aber da, könnt ihr sehen, Stangenbohnen haben wir gesetzt. Hier haben wir Buschbohnen gesetzt. Einmal grün, einmal lila. Dann hier habe ich... Ja, was habe ich hier gesetzt? Fangen wir von hier an. Da habe ich neben den Kartoffeln hier, habe ich zwei Zeilen Erbsen gesetzt. Dann zwei Zeilen Popcornmais und Kürbis. Und hier habe ich gesetzt, was habe ich hier gesetzt? Zum Gucken nochmal. Wieder Erbsen, genau. Nochmal Erbsen. Und anschließend hier, wie gesagt, Buschbohnen und dort Stangenbohnen. Mal schauen, was kommt. Und meine Mädels und Jungs. Er ist frustriert und sauer. Er bearbeitet meine Schuhe jedes Mal, wenn ich ins Hühnergehege komme. Das heißt, damit in die andere Richtung. Amsel hat sich schon daran gewöhnt. Sie wird nicht mehr so gehackt, aber er wird immer vertrieben. Geh weg, kleiner Mann. Bist zu klein. So, und sobald ich dann fertig bin mit dem Feld, kann ich verstärkt Mais popeln, dass der Kornspeicher leer wird, dass wir den wieder normal herstellen können. Da ist die Glucke, das haben wir separiert, haben hier die Tür zugemacht, sind alleine drinnen. Brütet ihre Eier. Mittlerweile sind es nur mehr 18 von 21, 13 kaputt gegangen unter ihr. Aber das ist ja nicht schlimm. Sie ist ja eine kleine Glucke. Futter und Wasser hat sie. Wenn ich dann morgens herkomme, dann mache ich die Tür auf
hilft ihr hochzukommen, dann geht sie auch raus. Sie badet, dreht ein paar Runden, so eine halbe Stunde circa, ist sie draußen, nicht ganz. Ja, so 20 Minuten ist sie da draußen. Wird gehackt natürlich von den anderen Hühnern. Und ja, ist nun mal so, sobald die Küken da sind, wird sie separiert. Kommt sie in die Garage, da wo die Küken immer geschlafen haben, da kann sie ihre kleinen Küken großziehen, ohne Stress zu haben mit den Hühnern. Denn sie ist eine kleine und ich weiß nicht, ob sie ihre Küken gegen die Hühner verteidigen kann. Das meiste habe ich auch heute gemacht. Gestern ging es mir nicht so gut und die letzten 3-4 Tage, ich weiß nicht, war so schlapp irgendwie, keine Ahnung. So, hier habe ich ein paar Gurken, mal schauen, ob ich sie ein bisschen... Das sind ein paar Gurken. Dann da. Dort. Aber ich habe ja noch Gurken sammeln, ich kann ja noch dazwischen was setzen. Von allen anderen sehe ich noch nichts. Aber es lässt sich auch alles Zeit. Weißchen läuft mir auch überall hinterher. Ja, was ist denn, Süße? Ja, langsam, Schätzele. Du stolperst ja. Meine kleine Wilde. Aber ein bisschen was kann man ja schon sehen. Die Zwiebeln. Wachsen und wachsen und wachsen. Noch haben die Zwiebeln vom letzten Jahr. Das heißt, wir kommen aus mit den Zwiebeln. Das Einzige, was wir uns schon kaufen mussten, waren Kartoffeln. Ja, was ist denn mit euch, meine Süßen? Ja, was ist denn? Habt ihr schön gebadet, ha? Ja, ihr habt ja schön gebadet. Ich habe ihnen frisches Wasser gegeben. Gerade den Wasserhahn abgedreht, um euch zu zeigen, was ich alles gemacht habe. Und schaut euch das wieder an. Die sind ja schlimm. Und ja, die Schwalbe ist schon, das Nest von den Schwalben ist schon fertig. Geradeaus. Wir haben da ein bisschen was weggeräumt, ein bisschen mehr Platz gemacht, denn auch die jungen Hühner, kann man schon Hühner sagen? Ja, kann man schon sagen. Die jungen Hühner schlafen ja auch hier. Und da möchte ich dann die Glucke reingeben in diesem Bereich. Da kann sie mit ihren Küken dran sein. Natürlich kommt sie auch raus, denn hier sind ja die Enten und die Enten machen ja der Glucke und den Küken nichts. So, was habe ich noch gemacht? Eigentlich nicht viel, das war es auch schon. Ja, die Sitzpause habe ich mir redlich verdient, denn ich habe wirklich viel gemacht heute. Und ich muss dann noch einiges machen. Aber für heute 4 Zeilen Kartoffeln habe ich gesetzt oder 5. Dann habe ich Erbsen gesetzt, Kürbis gesetzt, dann habe ich gesetzt Buschbohnen, Stangenbohnen, was habe ich noch gesetzt? Popcornmais, dann Kürbis habe ich gesetzt. Also ich habe vieles gesetzt und auch Karfiol habe ich gesetzt. Ja, genau, Karfiol habe ich auch gesetzt. Da hatte ich noch ein paar Samen. Wenn was kommt, kommt. Wenn nicht, kann man auch nichts machen. Versucht habe ich es ja. So, jetzt wisst ihr, was ich gemacht habe. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Danke fürs Zuschauen.